Hi, hier ist Affinity Jack. Und heute zeige ich euch, wie man mit einer Aufnahme im Gegenlicht einen HDR-Effekt erzeugt und gleichzeitig noch eine Langzeitbelichtung nutzt. Bevor es hier heute losgeht, möchte ich mal was in eigener Sache sagen. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Und zwar ist das jetzt mein 100. Video bezüglich Affinity Photo. Ihr habt meinen Kanal 950.000 Mal aufgerufen. Ihr habt 11.300 Abos dagelassen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Vielleicht für euch noch ein paar weitere Statistiken. 59% aller Aufrufe kommen aus Deutschland. Das bedeutet im Umkehrschluss eben auch, 41% kommen eben nicht aus Deutschland. Und 27% von euch nutzen die englischen Untertitel, die ich runtergeschaltet habe. Ich finde das ganz toll. Es sind etliche von euch, die mich schon über Jahre begleiten und mir auch Kommentare schreiben. Ich finde das ganz toll und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch weiterhin folgt, mir weiterhin Kommentare schreibt, vielleicht das ein oder andere Like da lasst oder das Ganze teilt, damit auch andere auf diesen Kanal kommen. Ich blende derweil hier so einige Projekte beispielhaft ein, so wie ich mal begonnen habe. Das erste Tutorial war ja das hier mit dem Nashorn. Im Wesentlichen zeige ich jetzt in letzter Zeit so Fotobearbeitungen und auch wie Fotos entstehen. Ihr könnt mir aber gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr bestimmte Wünsche habt. Ich habe auch in der Vergangenheit Wünsche von euch aufgegriffen und die in Tutorials umgesetzt. Also, Video 100, ich fange an. Dieses Motiv hier habe ich in Paris aufgenommen. Im Prinzip so ein paar hundert Meter hinter mir steht jetzt der Eiffelturm. Das ist die Seine. Ich habe das Ganze mit einem Stativ aufgenommen, damit ich zu einer längeren Belichtungszeit komme. Ich wollte das Wasser eigentlich glatt kriegen, ist mir nicht ganz gelungen. Habe ich einen ND1000-Filter raufgeschraubt und war gleichzeitig scharf darauf, auf die Kombination, auf den Blendenstern und auf eine sich bewegende Bahn, die dort in diese Häuserschlucht einfährt. Das Problem an Gegenlicht ist, dass man praktisch alles irgendwie falsch belichtet. Also ich habe hier bewusst mehr auf den Himmel belichtet, damit ich den eben noch retten kann, wie hier zum Beispiel oben die Wolken, dass ich die nachträglich wieder herausarbeiten kann. Aber es darf eben nicht so unterbelichtet sein, dass der Rest hier im Schwarz, wie man sagt, absäuft. Also es ist dunkel, aber es ist eben nicht schwarz und somit können wir alles retten. Dann fange ich mal an, wie ich schon gesagt habe, ich habe ja stark unterbelichtet. Der untere Teil hier ist also zu dunkel. Den möchte ich nun heller machen. Ich habe in einem anderen Video gezeigt, das blende ich jetzt oben mal ein, wie man in solchen Fällen eine Auswahl des Himmels zum Beispiel machen kann und das umkehrt. Diese Methode möchte ich jetzt hier nicht anwenden, weil die Kanten sind so unruhig, dass ich befürchte, dass es kleine Halos gibt. In diesem Fall kann man so eine faule Methode nehmen, weil die Dächer sind ja dunkler als der Rest. Insofern zeige ich mal folgende Alternative. Man kann natürlich auch den Himmel auswählen. Also ich nehme eine Belichtungsebene und gehe jetzt mit der Belichtung ordentlich hoch. Sagen wir mal so. Jetzt ist das passiert, was ich gesagt habe. Ich habe also ja deshalb unterbelichtet, damit der Himmel noch eine Zeichnung hat. Jetzt ist er natürlich ausgebrannt. Also lege ich darauf eine Maske. Und da ist der schnelle Weg, dass ich das Verlaufswerkzeug nehme. Und da kann man hier schon sehen, das Verlaufswerkzeug ist dann natürlich unpräzise, weil die Dachkante ja keine bündige Flucht ist, sondern ja unterschiedliche Abstufungen hat. Aber ich finde, und vielleicht teilt ihr ja diese Auffassung, dass das ein Effekt ist, den man hier durchaus vernachlässigen kann. Denn, wie gesagt, hier ist das Dach sowieso dunkel und wenn es hier oben ein bisschen dunkler ist, ist es gar nicht weiter wild. Die Sonne möchte ich noch ein klein bisschen mehr zurückholen, also gehe ich hier nochmal manuell mit einem schwarzen Pinsel ran. Mache ich jetzt mal schön groß und weich und setze hier mal so einen Klick drauf, damit man diesen Blendenstern wieder erhält. Nun habe ich ja gesagt, ich wollte ein glattes Wasser haben. Wie ihr bei dem Intro-Video gesehen habt, war das Wasser doch recht unruhig. Insofern kriegt man es hier nicht mit 5 Sekunden Belichtung glatt. Ich hätte noch zu den ND1000 noch ein ND64 raufschrauben müssen. Habe ich nicht gemacht. Jetzt zeige ich mal was ich sonst umgekehrt mache. Also ich benutze ja ganz gerne den Live-Filter Klarheit. Also man muss diese Ursprungsebene aktivieren. Live-Filter Klarheit. Und den zeige ich ja sonst immer, indem man damit eben mehr Kontraste reinkriegt. Man kann ihn aber auch genau umgekehrt verwenden. Und das zeige ich jetzt mal. Ich setze jetzt mal den Wert hier auf minus 100
Und jetzt sieht man, wird das Wasser glatter. Leider geht mir natürlich jetzt auch Schärfe aus dem Rest raus. Also invertiere ich das Ganze, dann ist der Effekt weg und nehme einen weißen Pinsel voller Deckkraft und male mir jetzt diese Unschärfe hier rein. Man könnte hier eine ganz genaue Auswahl machen, also habe ich auch bei dem Projekt eigentlich gemacht. Aber jetzt für das Video mache ich es jetzt nochmal schnell und zeige jetzt schon mal einen Vorher-Nachher-Effekt. Wenn ich jetzt sage, das reicht mir nicht, ist ja immer noch relativ wellig das Wasser. Dann mache ich Folgendes. Diese Ebene markiert halten, Command und J, damit wird sie dupliziert. Und damit verstärke ich augenblicklich diesen Effekt. Und das kann ich natürlich auch nochmal machen, wenn ich will. Ich zeige es mal, wenn man das also jetzt wieder rausnimmt. Hier ist es so, wie es ursprünglich war. Und hier ist es mit einer imitierten Langzeitbelichtung. Jetzt mache ich mich mal an den Himmel. Jetzt will ich erstmal den Himmel retten. Also man sieht hier noch Zeichnungen, obwohl hier natürlich jetzt auch Bereiche bereits ausgebrannt sind. Ich gehe also wieder auf die Ausgangsebene. Nehme den Live-Filter, Lichter und Schatten. Und ziehe jetzt mal die Lichter runter. Und jetzt achten wir mal auf den Himmel und insbesondere diesen Bereich. Wenn wir jetzt doch etwas mehr Zeichnung erreichen, ich will es nicht übertreiben und zwar aus folgendem Grund. Achtet mal auf die Sonne. Wenn ich jetzt zu viel Licht rausnehme, dann wirkt die Sonne irgendwie seltsam. Also die muss schon überstrahlen. Aber ich möchte ein bisschen was von den Wolken zurückhaben, also gehe ich mal ruhig so hoch ran, aber maskiere mir eigentlich die Sonne sofort wieder ein bisschen zurück. Gehe also hier auf diesen Bereich, Pinsel schwarz und maskiere das jetzt mal hier in dem Bereich wieder raus. Auch hier mal ein Vorher-Nachher. Dann würde ich ein bisschen Farbe wieder zurückbringen in den Himmel. Und das mache ich mit Weißabgleich. Ich gehe also wieder auf die Ausgangsebene. Anpassungsebene Weißabgleich. Mache das Ganze ein bisschen kälter. Ziehe also ein bisschen mehr ins Blau hinein. Sagen wir mal so. Jetzt wird mir natürlich das ganze Bild zu blau, zu kalt. Die Stimmung soll ja warm bleiben. Also insofern werde ich auch hier wie vorhin die ganze Ebene invertieren und male mit einem Pinsel mit 30% weicher Deckkraft jetzt hier so ein bisschen blau wieder rein. Wenn man mit dieser geringeren Deckkraft arbeitet und mit einem weichen Pinsel, dann verzeiht einem das auch, wenn man an manchen Stellen vielleicht ein bisschen ruppig war. Aber ich finde, jetzt sieht es besser aus. Dieser Bereich ist wieder mehr blau. Hier mache ich mal noch einen sanfteren Übergang und zeige auch mal hier vorher, nachher. Also mir persönlich gefällt der Himmel jetzt so besser. Hier soll er ja so extrem überblendet bleiben. Jetzt möchte ich diesen Bereich hier, diesen Brückenverlauf mit der da drin verschwindenden Bahn in dieser Häuserschlucht, die möchte ich jetzt ein bisschen betonen. Auch hier vorne diese Terrasse. Das heißt, diesen Bereich möchte ich ein bisschen aufhellen und ein bisschen mehr Kontrast reingeben. Also markiere ich das Ganze und nehme eine Anpassungsebene Helligkeit Kontrast. Und ziehe jetzt mal den Kontrast hoch, damit wird es allerdings dunkler. Ich nehme mir mal einen Punkt, um hier ein bisschen so zu gucken, wie sich das dann entwickelt. Und korrigiere das mit der Helligkeit wieder. Jetzt ist es so, wie es vorher war. Ich möchte es aber ein bisschen heller noch haben. Sagen wir mal so. Jetzt hat sich das allerdings wieder aufs ganze Bild ausgewirkt. Insbesondere der Himmel ist jetzt wieder ausgebrannt. Das möchte ich nicht. Also Command und I, um es zu invertieren. Und dann male ich das hier wieder rein. Ich nehme mal eine höhere Deckkraft, mal 50% und male das hier jetzt mal behutsam rein. Also die Türme sollen ein bisschen heller werden, damit man mehr hier reinguckt. Und dieser Bereich, das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn dieser Bereich ein bisschen heller wird. Auch hier mal ein Vorher-Nachher. Ja, das gefällt mir schon besser. Insgesamt würde ich hier trotzdem noch ein paar Stellen aufhellen. Ganz selektiv. Und das mache ich jetzt mal mit Dodge and Burn. Das heißt, ich gehe auf die oberste Ebene, mache einen Screenshot mit sichtbare Zusammenlegen und nehme dann das Abwedelwerkzeug. Deckkraft 30%, Lichterbereich nehme ich mal Schatten. Und jetzt gehe ich mal über diese Bereiche hier rüber, die ich wirklich noch ein bisschen so akzentuieren will. Also einmal die Einfahrt hier in den Schluchten, damit es nicht ganz so untergeht. Dann, also man sieht, wenn man hier einmal rüber geht, hat man schon eine Wirkung. Wenn man zweite Mal rüber geht, hat man eben nochmal eine Wirkung. Und beim dritten Mal eben nochmal. Man kann eben so oft rüber gehen, wie man will. Deswegen sollte man vielleicht auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Aber für diese Zwecke, wie ich mir das vorstelle, finde ich das gerade jetzt eine gute Methode. Ich würde auch das hier noch ein bisschen heller machen. Finde ich eigentlich ganz schön. Dann ist dieser Bereich, dann bleibt er nämlich im Dunkeln.
und den nimmt man nur so am Rande wahr. Also ich weiß nicht, wie euch es geht. Ich finde, man hat hier irgendwie so mehrere Punkte, wo man hinguckt. Man guckt natürlich irgendwie Richtung Sonne, hoffentlich mit einem schönen Blendstern. Danach fängt man vielleicht an, so ein bisschen das Bild zu erkunden. Dazu gehört für mich eben der Verlauf der Brücke in dieser Schlucht, wo tatsächlich gerade dieser Zug ist. Habe ich eine Weile gewartet, ein paar Aufnahmen gemacht, bis ich diesen Effekt so hatte. Und das möchte ich jetzt praktisch nochmal mit Licht betonen. Genau diese Bildidee möchte ich jetzt nochmal mit Licht betonen. Da bin ich eigentlich im Großen und Ganzen schon fertig. Also was jetzt noch passiert ist, ist, wenn man so ins Gegenlicht fotografiert, passiert es öfter mal, dass man so Lensflare hat und das sieht man hier. Das würde ich jetzt mal korrigieren. Mache ich auf einer neuen Ebene, nehme den Retuschepinsel, Modus, aktuelle Ebene und darunter, Deckkraft nehme ich mal 100%. Und gehe jetzt einmal hier drauf. Wunderbar, ist entfernt. Der Pinsel sollte schön weich sein. Und da möchte ich diesen Kreis hier noch weg haben. Mal sehen, ob das funktioniert. Nicht ganz. Nehme ich wieder zurück. Nehme ich mal die Deckkraft runter und mache das mal nochmal. Also so gefällt es mir schon besser. Man könnte hier sicherlich noch ein paar Kleinigkeiten vornehmen. Aber grundsätzlich war das meine Idee, wie man einerseits ins Gegenlicht mit Blendenlicht fotografiert, dann anschließend diese ganzen Schatten wieder aufhält und durch die Langzeitbelichtung so einen leicht bewegten Zug bekommt und eben auch noch das verschwommene Wasser. Vielleicht habt ihr ähnliche Projekte, die ihr jetzt bei euch ausprobieren wollt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen inspirieren. Ihr könnt mir auch schreiben, wie ihr es fandet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.